Ja, okay, tödliche Magie habe ich nicht. Und ich wollte eigentlich nur in diese Kneipe da einrücken. Fang 20, Windmühlentaverne, sehr gut. Windmühlentaverne. Ja, der Name passt. Wie komme ich nach hoch, um mich meine Kumpel zu rächen? Ich meine, ich bin ja eh auf Rachefeldzug, da kann ich auch direkt weitermachen. Aber erst töte ich die Kuh, ich brauche Lebensenergie. Verdammt. Die Kuh macht nicht mit beim getötet werden. Das ist ja fies. Na gut. Gehen wir nicht so gerne. Also, hätte der Typ sich selber gerettet oder zumindest seinen Bruder und mich einfach sterben lassen, ich stehe eh wieder auf, wäre das alles überhaupt gar kein Problem gewesen. Aber so... Oh, was ist hier los? Nach noch mehr Freunde. Ist sie. Schnappt sie euch! Das sind doch alles so eine Meister, oder? Oh, nach nee, doch nur. Gewöhnliche Nicht-Profis, die mir überhaupt nichts können! Saugt euch die Seele aus! Oh, ich krieg hier schon wieder. Das war so nicht geplant. Noch ein Assassine. Ob die das spüren, wenn ich die mit jenen Schlachen mit ihrer Seele aushaue? Oder was auch immer ich da, Sandenergie, was auch immer ich da rausziehe. Lebensenergie auf jeden Fall. Der Sand in der Sanduhr, der noch übrig war. Hahaha. Den ziehe ich hier raus. Was zu essen, was Leckeres. Bom, 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 bom. Klingt, das ist eine Kneipe. Ich meine, hier steht ja nicht mal ein Bier rum. Oder zumindest ein Fass. Oder? Sollte ich mich gehört haben, was das Bier angeht? Wildnis betreten? Wildnis? Hoho, die Wildnis. Jetzt weiß ich zumindest, was hier... Nee, doch nicht. Ich dachte, das wären hier auch so eine Mühlenräder gewesen, aber... Ich glaube, es waren wirklich Stücke von Säulen, die meine guten Kumpels Nesto und wie auch immer der Typ andere hieß. Also eigentlich war ja meine komplette Entscheidung, wer jetzt das Erbe kriegt, total gegenstandslos, weil es haben ja beide nichts davon gehabt. Also ich konnte, also es war ja nicht nur meine Tat war böse und oh, ich sollte vielleicht aufhören hier zu schwadronieren, während ich hier spiele und ich will ja rollen. Ja, die Rüstung bringt auf jeden Fall was. Mann, ich will nicht schon wieder sterben. Das ist ja verdammt düster hier. Ich ziehe mir erstmal was zu essen auf die Leiste. Super Versuch. Ah ne, ich werde ja wahrscheinlich nichts zu essen in der Waffen- und Rüstungsleiste finden. Dann ziehe ich mir auf die 4 noch was und hier. Dazu. Wo ist denn der? Haha! Attentat aus der Finsternis! Hahaha! Oh, kann er jetzt rollen? Also an mehreren Gegnern, also ich weiß nicht, ob da irgendwie Taktik aufkommt oder? Also ob das irgendwie geht, dass ich gegen mehrere Gegner effizient kämpfen kann, also ohne will zu klicken, dann Moment. Das steht meine Kampftaktik ja eigentlich nur darin, dass ich so ein bisschen vorher hinklicke. Wie der Gegner einfach mal hinklickt, aber. Wirst du? Ja, ja, bei wem denn? Hey! Hilfe! Hol uns hier raus! Niemals, du Fettklos! Nimm erstmal ab! Der, für, der den Gesundheitssystem antut. Das ist ja doof, dass hier die spawnen. Ich wollte hier nochmal suchen. Also. Dicke Menschen, war die denn Gesundheitssystem? Weil, wisst ihr, die erkranken früher an Krebs und generell früher erkrankt, das ist eigentlich nicht zu verantworten. Lieber hier so dünn sein wie Scarlett. Man muss ja nicht komplett abgemagert sein, aber hier, wisst ihr? Nein, es gibt eine schöne Brummstimme, wenn man dicker ist, aber. So, Freunde, der Sonne. Oh, wer bist du denn? Oh, sie hat überlebt! Hä? Seht ihr das? Hä? Sie hat überlebt! Woher kennt ihr mich? Hey! Sie wollten dir eine Falle stellen, haben sie gesagt. Und das waren viele und die trugen Schwerter. Aha. Ja, zieh mal weiter, Typ. Ich ja, gerne beleidigen. Das ist mir aufgefallen. Oh, ja, natürlich. Das war Schwätzer. Wirklich heldenhaft. Ja, ja, zieh mal. Du hast mich gerettet. Und meine Taverne. Und was wäre ein Wirt ohne seine Taverne? Ach, da finde ich schon. Und du hast sogar die Gäste gerettet. Ich meine, was sollte ich ohne Gäste denn machen? Also sag mir, wenn ich irgendwas für dich tun kann. Geld! Weißt du, was diese Kerle wollten? Sie haben jemanden gesucht, aber wen weiß ich nicht. Mich. Noch was? Wie komme ich nach Venedig? Ja. Nach Venedig? Warum nimmst du nicht einfach die große, große Brücke, die direkt hinführt? Na, da gibt's Probleme. Verärgert, aber sowas von. Die ist blockiert, Mann. Ich bin ja nicht völlig auf den Kopf gefallen. Oh.
Ach so. Naja, das wusste ich nicht. Wie nicht? Naja, die Brücke ist ja nun blockiert. Aber ein paar Fischer könnten unten an der Küste sein. Die Hintertür meiner Taverne führt dahin. Aber sei vorsichtig. Diese grausamen Krieger sind noch überall da draußen. Wo hab ich doch gleich den Schlüssel? Verlegt? Nein, da ist er ja. Gib schon her. Was? Zack, tot. Mein Boot. Oh nein, schnell. Ich muss nach meinem Boot sehen. Wer ist denn er da in seiner lila geilen Rüstung, ne? Ordenskrieger, Tempelritter, Jingwar. Verdammte Windmühlenbruchbude. Verfluchter Kneipenwirt. Dann kann ich endlich meine Mission erfüllen und heimkehren. Was hast du denn für ein Problem? Welche Mission redest du? Ich warte auf jemand namens Benedikt. Er hat sich verspätet. Oh, sehr verspätet. Der kommt doch nicht mehr. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wie schade. Was hast du für ein Problem mit dem Kneipenwirt? Er ist ein Halsabschneider. Ich bin sicher, dass er die Gäste beklaut, wenn sie nicht hinsehen. Aha. Und all seine Beute versteckt er in einer kleinen Kammer. Aber, ich kenne das Geheimnis. Wenn man 4 Steine in der Reihenfolge 1, 3, 2, 4 drückt, könnte sich jeder seine Beute unter den Nagel reißen. Wenn sie es halt wüssten. Armes Bauerngesindel. Warum erzählt er mir das? Naja, hallo, wie kann ich dir helfen? Also ich kenne jetzt Benedikt auf einmal doch. Von welcher Mission redest du? Ich warte auf... Er wird nicht mehr kommen. Benedikt ist tot. Ja. Oh nein. Dann ist unsere Hoffnung mit ihm gestorben. Ich kann nicht zurückkehren. Denn die Schande meines Versagens ist zu groß. Die Regeln des Ordens des Heiligen Siegels verbieten Versagen. Lächerlicher Orden. Also wird dies hier mein Exil sein. Ach so, nicht so schlecht. Rechnet mit diesem Halsabschneider von einem Kneipenwirt. Oh... Dies sind wahrlich dunkle Tage. Ja, tschüss. Dein Training hätte heute beginnen sollen. Tschüss. Hör zu. Du bist sicher auf dem Weg nach Venedig, oder? Nimm dieses Siegel und gib es Ranga. Er ist der Meister des Ordens des Heiligen Siegels. Sag ihm, dass Ingvar unterwürfigst sein Exil akzeptiert. Du findest Ranga im äußeren Bezirk von Venedig. Könntest du mir zumindest deine Schulterplatten geben? Ja, über das Training, was hast du, ne? Du hast von Training gesprochen. Ja, aber dieses Training war für Benedikt gedacht. Und für niemand sonst. Scheiße. Obwohl, du hast tapfer gekämpft. Manchmal jedoch reicht Tapferkeit nicht aus, um zu siegen. Oh, was soll's. Ich habe ja sonst nicht viel zu tun. Wenn du deine Fertigkeiten verbessern möchtest, dann werde ich dir dabei helfen. Wenn du erfahren genug bist, kann ich dich neue Fertigkeiten lehren. Außerdem kann ich dir zeigen, wie du Kombinationsangriffe ausführen kannst. Sie sind sehr mächtig. Ja, das habe ich zum Glück schon getächt. Bring mir Kampf. Ich kann dir Kombination. Ja, lass mal gucken. Oh, hier ist ja einiges. Jetzt kann ich auch die Macht der Munden. Ach, ein Hammer. Ich will nicht mit einem Hammer zuschlagen. Hammer sind doof. Alchemie, wo sind die eigentlich Schlösser knacken? Gibt es hier überhaupt Liebesgrüße? Dieser tritt natürlich. Oh, das ist ja schön. Ich meine, so als Frau sollte man sowas ja echt können, ne? Oh, das muss ich auf jeden Fall auch lernen. Heimlicher Stich. Das ist ja. Gerade mit dieser geilen Fähigkeit, wenn ich mich da unsichtbar dahinter schleichen kann. Ah, wie toll. Na gut, ich mache erstmal Macht der Mundklinge. Level ich erstmal durch. Zack. Mhm. Na gut. Ja, jetzt kann ich mit der Mundklinge wenigstens genauso effektiv zuschlagen wie mit den anderen Dingen. Ach, Speere sind auch scheiße. Ach, Kette, Hammer. Gott, wo bin ich denn? Bin ich Wikinger oder Zwerg? Nee. So, achso. Hallo. Ingvar. Oh, ist ja richtig Auswahlmöglichkeit. Hier. Zeig mir, wie man... Gut. Oh, wo will denn jetzt hin? Ich will seine Rüstung haben. Ah, der ist... Na gut, da brauche ich, glaube ich, echt einen Engelschneider. Der ist verdammt groß, der Kollege. Ja, zumindest seine Schulterplatten wären gut. Und ein Helm würde Scarlet, glaube ich, auch mal ganz gut tun. Gehe ich jetzt vor die Tür, oder was? Oh, fuck. Ich muss doch auf jeden Fall noch dieses Versteck da ausräumen. So, zeig mal. Jeder Kombinationsangriff startet mit einem einfachen Schlag. So wie dieser hier. Oh, er hat auch so ein Schwert. Das habe ich auch. Und jetzt du. Ja, einfach zuschlagen kann ich. Ja, vielleicht nicht mit der Mundlinge. So, jetzt. Gut. Der nächste Schritt sind 2 Schläge hintereinander. Dafür musst du 2-mal schlagen. Wobei der 2. Schlag ausgeführt wird, wenn der 1. fast zu Ende ist. Das sieht dann so aus. Und die alle braunen Augen. Okay. Also brauche ich da Timing für oder was? Du.
Also, um eine weiteren. Ach, ich kann mich hier schon drehen. Teil ist, mehr und mehr Schläge hinzuzufügen, ohne die Kombination zu unterbrechen. Dafür musst du im richtigen Moment schlagen, stets am Ende des vorherigen Schlages. Für den Moment soll ein dritter Schlag genügen. Das sollte bei dir dann so aussehen. Mom. Wupp, wupp und Drehung. Genau, den kannte ich ja schon. Also nicht mehr doof auf die Tasten rufhämmern, sondern tatsächlich mal so. Sehr gut. Du hast die Übung gemeistert. Nutze die Kombinationsangriffe, wann immer du kannst. Sie richten sehr großen Schaden an. Nun solltest du einen Lehrer finden, der dir das Parieren von Schlägen zeigt. Kann ich! Auf 3 drücken. Guck hier. Naja, oder auch nicht. So, ich wollte doch noch den komischen Typen hier ausräubern. Wo zur Hölle bin ich? Was zur... ich war gerade da oben, ne? Boah. Warte mal, erstmal die geheime Schatztruhe hier ausräumen. Da steht doch sicher im Tagebuch nochmal genau, wie das ist. Öffnen... Na, eine Gaststätte? Na, scheiße. In 1-3-2-4. 1-3-2-4? Nee, doch, nee. Okay. Ach, hier ist eine lausche Treppe. Dann gehen wir direkt mal los mit unserer rückenfreien Rüstung und unseren neu erlernten Fähigkeiten. Jetzt müsste ich mir nicht direkt die Videos nochmal angucken, ob ich das früher auch gemacht habe oder ob, wenn ich sinnlos umherschlage vor mir, ob ich das dann wirklich nicht mache. Also, dass man das echt timen muss. Dann könnte das mit einem Let's Play hier echt schwierig werden. Also, so während des Kampfes erzählen und dann auch zuschlagen, ist dann. Das überfordert irgendwann meine geistige Leistungsfähigkeit. Ich meine, ich bin hier auch nicht der Genialste und ich spiele hier nur die Frau. Ich bin keiner, dessen Multitasking ganz oder schlecht ist. Das ist ja. Ne, Freunde? Jo. Die Kerze, die sich hier mitdreht, die finde ich toll. So, es könnte hier so ein unterirdischer Lagerraum sein, zum Beispiel. Hier. Was für Knöpfe eigentlich? Ach ja. Hör zu, du hast dich heldenhaft verhalten. Da ist noch etwas, wobei du uns helfen kannst. Ja, Digga, Mann. Aber wenn du deine Reise nicht unterbrechen willst, verstehe ich das auch. Aha. Du kannst jederzeit zurückkommen, um uns zu helfen. Aha. Interessant. Naja, dann werde ich dir mal zuhören, Kollege. Um was geht es? Jetzt, wo die Straße blockiert ist, kommt ja niemand mehr nach Venedig und umgekehrt. Mhm. Was ist so schlimm an einer versperrten Straße? Ach, was doch. Ja. Die Leute, die in den Bergen wohnen und vom Handel mit Venedig leben, sind jetzt von der Außenwelt abgeschnitten. Ja, tragisch, aber nicht innerlich. Später werden sie verhungern, oh. Was sich auch negativ auf meine Kundschaft auswirken. Oh, wie schade. Aber natürlich geht es mir vor allem um die Leute, die in den Bergen leben. Ja. Natürlich. Ja. Während des Angriffs hat die wird schon so wie ich. Landstreicher unsere Brieftauben gestohlen, weswegen wir keine Nachricht an unseren Lehnsherrn schicken können. Ja. Der Kerl versteckt sich in einer kleinen Bucht im Osten und wartet auf Schmuggler, um seine Beute zu verkaufen. Wenn du die Brieftauben zurückbringst, könnte die Straße geräumt werden. Andernfalls kann das Tage oder Wochen dauern. Dauert halt so lange. Ja, ich mach das hier schon. Ich werde sehen, was ich tun. Großartig. Ein Fischer kann dich sicher zur Schmugglerbucht bringen, wo der Kerl sich versteckt. Aha. Ja, das hat übrigens jetzt überhaupt nichts mit Güte oder so zu tun. Falls das hier einer denkt, dass ich aus Güte den Typen nehme. Nein, ich bin natürlich nur daran interessiert, weil Schmuggler, das hört sich sehr nach Kohle an. Vor allen Dingen will ich den jetzt auch erstmal... Hey, eine Maus. Habe ich nicht schon mal eine gesehen? Vor allen Dingen will ich den Typen jetzt gleich erstmal ausräumen hier. Ja, mal da rum in der Gaststätte, in der die Steine... Okay, Steine. Müssen wir Steine finden. Das kann ja hier nicht so großartig weit weg sein. Und ich glaube, die hier geheime Tür habe ich ja auch schon gefunden. Also, die Tür hier sieht sehr geheim aus. Also, die Windmühlentaverne ist ja echt eine coole Idee. Sollte man... Oh. 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 Diese Steine. So. Etwa 1, 3, 2, 4, ne? Ich guck nochmal nach. 1, 3, 2, 4. Oh! Super Gedächtnis habe ich gerade heute. 1... 3, na, 2 und die 4. Ach, das ist ja wirklich versteckt.